Moin und herzlich willkommen zurück zum FIFA 21 Karrieremodus. Mit dem SC Verl sind wir wieder unterwegs heute. Es geht auswärts gegen Waldhof Mannheim. Aufstellungstechnisch werde ich den Ersatzkeeper mal auf jeden Fall spielen lassen. Ein bisschen Abwechslung, ein bisschen wechseln da auf der Position. Dann nehme ich den Lané mit auf die Bank. Den bringe ich dann wahrscheinlich nochmal. Der hat ja ordentlich Tempo. Und dann hoffe ich, dass wir heute da weitermachen, wo wir im letzten Spiel aufgehört haben, und zwar mit 3 Punkten. Ich denke, das ist gut machbar gegen diesen Gegner. Und diese 3 Punkte sorgen natürlich dafür, dass wir im Aufstiegskampf um die zweite Liga mitmischen können. Mal sehen, wie das Spiel so wird. Liebe Fußballfans, willkommen zu diesem Spiel. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Am Mikrofon sind auch heute wieder Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und heute zeigen wir Ihnen ein Halloween-Spiel. Dürfte ein super Spiel werden, Buschi. Fußball an Halloween, Wolf. Eine tolle Sache, ein Highlight der Saison. Jeder freut sich drauf. Schuster. Guter Vorstoß da jetzt. Guaida. Da der Platz, jetzt die Flanke. Klasse Technik. Da steht die Abwehr sicher. Marcel Hofrat. Weite Flanke, nicht ungefährlich. Und jetzt ist der Ball geklärt. Es ist eng an der Spitze, richtig eng. Und das wird natürlich keine leichte Aufgabe heute. Sie wissen, dass Sie weiter punkten müssen, um dran zu bleiben. Schuster. Guter Vorstoß, kann was werden. Da ist die Hereingabe. Wichtig, dass er da klärt. Gute Ball geholt. Jetzt können sie angreifen. Ballverlust. Ein Heimsieg zuletzt und auch heute spielen sie natürlich wieder auf Sieg. Da stand am Ende ein 2:1 Sieg, aber ich schätze, das wird heute ein bisschen schwieriger. Es wird ein Unentschieden. Schuster. Jesper Verlaat. Auf ihn könnte es hier heute ankommen. Denn er macht ja im Moment in der Liga, was er will. Ja, vor dem Tor, zack, ist das Ding drin. Da kann ihn keiner stoppen. Verantwortlich dafür natürlich auch dieses blinde Verständnis mit den Nebenrollen. Kein Zweifel, das ist Freistoß. Ja, guter Pass. Flanke kommt nicht durch. Ecke kommt. Boah, kein Tor. Was für Kopfball. Er hätte ein Tor verdient gehabt, aber wir sehen es, der Ball geht am Ende knapp daneben. Guaida. Der Ballverlust. Das könnte gefährlich werden. Super dieses Zuspiel. Pfosten, aber es geht weiter.
Nicht der Führungstreffer in dieser Szene. Das Gestänge verhindert das Tor. Es hat nicht viel gefehlt. Das wird sie ärgern. Schuster. Ball ist jetzt wieder weg. Die Gewinner werden nach dem Spiel auf der Vereinswebsite. Klasse Tackling hier. Wir sehen das frühe Pressing. Er pfeift das Foul nicht ab, sondern gibt Vorteil. Sehr gut gemacht von Unparteiischen. Ball kommt rein. Fast das Kopfballtor, aber nicht drin. Ah, das ist ärgerlich. Macht alles richtig bei diesem Kopfball. Eine super Technik, aber am Ende geht der Ball knapp am Kasten vorbei. Mit Auge. Hereingabe jetzt. Der Ball prallt von der Latte ins Feld zurück. Viel Pech im Spiel. Alu-Treffer und man merkt, das ist frustrierend. Diesen Führungstreffer hätten sie zu gern mitgenommen. Das macht er gut. Sie kommen, sie machen das sehr clever. Hier liegt die Führung so langsam in der Luft. Schauen wir uns nochmal eine Aktion von ihm an. Kurze Ecke. Da kann er ihn stoppen. Viel Platz jetzt auf außen. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Fällt das Tor doch noch. Schuster. Guaida. Klasse Aktion, Ball ist weg. Was macht er draus? Marcel Hofrath. Chance zur Flanke jetzt. Das war keine Herausforderung. Den hält er mühelos. Auf dem Papier müsste das hier für sie laufen, das ist ja keine Frage. Aber wo sind die Chancen? Wo sind die klaren Chancen? Und so ist es eben nur ein Unentschieden. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Da macht er fast das Tor mit diesem Hammer. Es fehlt wirklich nicht viel und er hätte jubeln können. Guaida. Und da wird die Nachspielzeit angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Guaida. Ja, der Schiri pfeift zum Halbzeit-Tee. Eine sehr interessante Partie auf jeden Fall für den neutralen Zuschauer. Beide Seiten haben ihre Chancen. SC Verl jetzt in der 22. Minute nochmal durch Köhler. Lupfer an den Pfosten. Riesenchance zum 1-0. In der 32. Minute nochmal die Chance für Verl. Aber geht nur an die Latte leider. Und kurz vor der Pause hat Janic nochmal die Chance, relativ frei aufs Tor zu schießen. Der geht aber knapp vorbei. Bis dato also ziemlich ausgeglichen. Mannheim hat auch seine Chancen durch den Kopfball beispielsweise. Ich denke, das lässt viel erwarten noch für die zweite Halbzeit. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel.
Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Sie holen sich den Ball. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Das könnte gefährlich werden. Etwas später und er ist frei durch, aber so ist es abseits. Sie geben den Ball ab. Guter Pass. Ja, da ist Platz jetzt. Jetzt ist es gefährlich. Kurze Flanke jetzt. Chance lebt noch. Da hätte er für etwas klarere Verhältnisse sorgen können. Aber im entscheidenden Moment verlässt es ihn. Und so ist es nichts mit der Vorentscheidung. Er lässt die Karte noch mal stecken, gibt ihm aber ein paar Worte mit auf den Weg. Und jetzt muss er sich zurückhalten. Beim nächsten Mal dürfte der Schiedsrichter anders entscheiden. Sie verwandeln den Strafstoß. Wieder mal gesehen, der Druck macht ihm gar nichts aus. Hier nochmal dieser Treffer. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Schuster. Marcel Hofrath. Jetzt wird's gefährlich. Da ist die Flanke. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Er holt sich vorne den Ball. Macht er gut. Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Kann er was draus machen? Die Reingabe kommt an den langen Pfosten. Gar keine Gefahr hier in der Situation. Schuster. Jesper Verlaat. Ja, klasse Pass. Jetzt ist der Platz da. Und ich glaube, damit ist die Gefahr jetzt erst. Mal bereinigt. Jetzt kommt der Wechsel. Eine ganz, ganz starke Leistung war das heute von ihm. Ballgewinn, gefährliche Position. Jetzt eine Chance. Sehr gut pariert. Da wusste er ganz genau, wann er rauskommen muss. Starke Aktion vom Torhüter. Jetzt könnte es eng werden. Ball draußen, wird Einwurf geben. Hey, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Jesper Verlaat. Den Ball spielt er raus.
Den Ball köpft er ins Seitenaus. Die Defensive steht. Viel mit Auge. Das sah vielversprechend aus, aber nur Ballverlust. Ball bis jetzt verloren. Das könnte gefährlich werden. Da ist die Flanke. Jetzt macht er ein Eigentor und jetzt müssen die Mitspieler erstmal aufbinden. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Jetzt müssen sie das Ding hier über die Zeit bringen. Es sind nur noch 5 Minuten. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Gut aufgepasst. Die Flanke wurde abgeblockt. So, jetzt soll die endgültige Entscheidung her. Alle warten auf diese Hereingabe. Freunde, schön ist es nicht mehr im Moment. Sie haben das Resultat, was sie wollten. Und den Offensivdrang haben sie aktuell komplett eingestellt. Und die Heimfans sind stinksauer, die hoffen irgendwie ja immer noch. Aber das, was da gerade abgeht, passt denen überhaupt nicht. Es ist schon beeindruckend, wie sehr die Fans hier hinter ihrer Mannschaft stehen. Und ich glaube ja, dass das Team das spürt. Das gibt nochmal Schwung. Neuen Elan für die Schlussphase. Zuspiel landet Emaus, gibt Einwurf. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Das gibt Freistoß, klare Angelegenheit. Der späte Ausgleich muss her und ja, ich rechne mit einer scharfen Hereingabe. Ja, sie können erst mal klären. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Guter Vorstoß da jetzt. Sauber vom Ball getrennt hier. Das ist der Schlusspfiff. Am Ende aus, das Spiel ist aus. Der Schiri pfeift ab. Wir gewinnen hier 2:1. Auch durch eine sehr gute Abwehrleistung, wie ich finde. Leider ist uns in der 81. Minute noch ein Eigentor durch Goroba passiert. Ein bisschen unglücklich, aber der Elfmeter in der 60. Minute von Slatko Janic hat uns dann schlussendlich den Sieg beschert. Wir holen mal wieder 3 Punkte. Ich glaube, wir sind jetzt in der dritten Liga richtig angekommen und nehmen jetzt zunehmend am Aufstiegsrennen teil. Ja, damit sind wir auch am Ende dieses Videos wieder angelangt. Ich würde mich gerne über einen Daumen hoch freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt eure Anmerkungen in die Kommentare und wenn ihr meine nächsten Videos nicht verpassen wollt, dann würde ich euch empfehlen, meinen Kanal zu abonnieren. Dann verpasst ihr meine neuen Videos auf jeden Fall nicht.